Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Letztens bin ich etwas unterbrochen worden. Jetzt sind die ganzen Mädels weg. Ich wette, die kommen jetzt dann gleich, wenn ich hier angefangen habe jetzt. Das letzte Mal haben wir einen ganz schnellen Krieg gegen Afghanistan und auch Japan geführt. Finde ich nicht so gut. Japan mag uns jetzt sicher nicht mehr so gut, so gern. Sie werden nicht akzeptieren, habe ich mir fast gedacht. Aber wir werden die Beziehungen auf jeden Fall verbessern zu ihnen. Wer weiß, vielleicht wollen sie ja gleich wieder. Das Problem ist, sie werden uns trotzdem nicht sonderlich mögen, weil wir werden jetzt gleich Kalat auch noch den Krieg erklären. Kokand, wo ist Kokand? Oder hinten? Na, schauen wir mal. Also wie gesagt, wir werden jetzt Kalat mal den Krieg erklären, weil gegen die haben wir auch einen Gratis-Kriegsgrund gekriegt. Oh, wir können ihnen nicht den Krieg erklären. Wir haben unsere ganzen Diplomaten hergegeben. Mist. Na gut, fahr mal daher. Irgendwann einmal in nächster Zeit werden wir ja wohl hoffentlich noch einen Diplomaten kriegen. Dann können wir das machen. Dann. Wow, ein schönes Minus da. So, die Rotmeerflotte ist zurück. Nur die 15 Transporter sind noch da, die schicken wir nach Muscat derweil. Wir kriegen, glaube ich, eh ziemlich viele 0,9 pro Dings, na passt. So, Kalat. Krieg erklären. Weltgeltung reduzieren. Oh, was ist das? Ägyptische Wüste, alle Bevölkerung, ägyptische Wüste, ja, nein, das Bewusstsein. Geringe Regeln. Nein. Ich stimme mit den Arbeitgebern überein, ich stimme mit den Arbeitnehmern um. Oh. Da verbessern sich unsere umfassende Regeln. Der Arbeitsschutz ist verbessert worden dadurch. Auch nicht schlecht. Die Oberschicht ist zwar ein bisschen grantig darüber, aber was soll's. Ah ja, ich habe in der Pause jetzt noch ein paar Schipernakeln gebaut. Jetzt erklären wir mal Kokand den Krieg. Schauen wir mal, ich nehme an, jetzt sollte eigentlich Japan nicht intervenieren können, weil sie ja noch weil sie ja erst vor kurzem Krieg mit mir geführt haben. Oha! Großbritannien kriegt eine auf den Deckel und wir auch noch. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob Skandinavien diesen Kampf gegen Deutschland gewinnt. Ich würde gerne helfen. Also Skandinavien, ihr könnt mich gerne einladen in diesen Krieg. Achso, nein, können sie wahrscheinlich nicht. Ich könnte sein, dass ich noch eine Waffenruhe mit ihnen habe. Nein, habe ich nicht. Schauen. Mit Japan, Spanien, Afghanistan und Sind. Na gut. Und nach Kalat und nach Dalbanin. Das ist ja schnell gemacht. Und Kokand macht auch mit. Sowas aber. Das ist wirklich ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Gut, Großkolumbien.
sind auch fertig. Und baden. Oh, ist auch niemand mehr, der was dagegen tut. Peru bin ich auch durch. Das heißt, ich praktisch nur Bayern und Griechenland. Und Griechenland ist auch relativ bald wieder soweit. Okay. Unsere Kampfflotte ist auch da, weil ich glaube, Kokand und Kalat werden jetzt nicht unbedingt so die großen, wie sagt man, Flotten haben. Immerhin sind beides Inlandprovinzen. Gut, hätten wir das auch gleich. Kalat haben wir gleich besiegt. Und Mutare wird eine Kernprovinz von Österreich. Chabaha. Wo ist das? Ah, da. Steig ins Schiff. Schiff. Bring ihn zurück nach Österreich. Das ist die Armee, die da im Sench mit uns herumgestanden ist. Wir haben erst 40%. Das heißt, wir müssen irgendwie da durch nach Kokand. Dafür brauchen wir eine Durchgehe-Erlaubnis durch Afghanistan. Die werden wir sicher nicht kriegen. Das dachte ich mir. Obwohl minus 25 ist gar nicht einmal so schlecht. Wo könnten wir noch durch? Durch China, durch Bukhara wäre noch super. Was heißt, sie werden nicht akzeptieren? Dann habe ich auch den Krieg erklären oder wie? Was mit Punjab? Lassen uns die durch. Sie werden akzeptieren. Und China. Achso. Na dann. Den nehmen wir mal daher. Wir geben so viel Geld zurzeit aus, das ist ein Wahnsinn. Okay. Okay. Toter General. Nicht. Ha, der ist gut. Der hat überall Plusse. Das mögen wir. Die Türkei will durch uns durch. Wollen wir das? Nö, wollen wir nicht. Ach weh. Ihr elenden Franzosen. Gut, China. Was hältst du von Militärzugang? Das finde ich gut. Ha, warte mal.
Das war ein Fehler. Ich hätte China bitten sollen, dass sie mitmachen im Krieg. Dann hätten die. Die sind nämlich mit mir verbündet. Dann hätten die den Krieg führen können. Das war dumm. Hallo? Wieso kann ich da jetzt nicht durch? Nö, wir wollen keine zusätzliche Militanz. Was bedeutet dann? Ja. Parade zum Tag der Arbeit. Gut. Ah, das heißt, die haben ihren Krieg zu Ende gebracht und Skandinavien scheint den Krieg zu gewinnen gegen Deutschland. Sehr gut, sehr, sehr gut. Skandinavien eigentlich verbündet mit mir? Ja. Ja, von denen kann ich jetzt nicht die Waffenhilfe einfordern, ich weiß eh. Grrr. Wieso kann ich da nicht rein? Haben die mir nicht gerade, Diplomatie, haben die nicht gerade, den Zugang gewährt? Nein? Wieso haben wir die keinen Zugang gewährt, diese Schwämme? Und noch ein toter General. Sag einmal, geht's euch noch gut? Offensichtlich nicht, sonst würden sie ja nicht sterben wie die Fliegen. Ah, okay, warte mal. Wenn dem so ist, werden wir dann aber gleich einmal diese Truppen zurückziehen. Ich hoffe, dass das geht schnell genug. Wahrscheinlich nicht durch die Berge, dass das noch da ist. Das ist nämlich nach einem Monat weg, dieses Angebot. Ja, vor allem in Kettler sollten wir mal sein, weil da kommen wir nachher nicht mehr durch und dann werden diese Truppen gefangen dort. Und das ist etwas, was ich nicht will. Oder? Naja, werden gefangen dort. Lang lebe Österreich-Ungarn. Monzo ist jetzt eine Provinz. Okay. Und Kater. Gut. Fortfahren. Gut. Hey, wir können zwei weitere Staaten umwandeln. Kasai und Uganda. Das geht jetzt urflott. Das ist ja cool. Das ist echt cool. So, schauen wir mal. Wir haben wieder zwei Kolonien zu Bundesstaaten gemacht. Das heißt, vielleicht 0,09 ist oder wenig. 0,31, das ist ganz gut. Das versuchen wir noch. 0,21, achso, nein, das sind die Spanier. 0,16, 0,21. 07, 27, 27, versuchen wir das noch.
Wir haben noch, wie lange haben wir noch Zeit? Ein Jahr und ein bisschen was. Mal schauen. Gut. Und noch mehr von diesen super coolen Staaten. Kasembe. Sehr cool. Und Kasai. Flotte ist auch wieder etwas größer geworden. Mittelägypten baut auch eine Fabrik. Ja, meine Industriellen sind halt fleißig. Boah. Da wird gebaut, oh, gebaut, gebaut. China ist jetzt eine Kernprovinz von uns. Oh, und noch eine Provinz, die wir umwandeln können. Gabun. Katanga vielleicht? Wieso nicht? Das ist, steigt wirklich stark schnell jetzt an, diese Sachen. Da kann man richtig zuschauen, wie das steigt. 88, 0,88. Wow. Wieso ist das vorher nicht so schnell gegangen? Vielleicht hätten wir von Anfang an auch in Bürokratie investieren müssen. Das kann sein, dass das Ganze etwas erschwert hat früher. So, Nationalitäten. Österreicher überall. Nein, das sind Fuhren. Aber da sind Österreicher. Streikbrecher. Kapitalisten haben in einer unserer Staaten begonnen, mit Streikbrechertaktiken gegen die nach ihren Worten Landplage der organisierten Arbeiterschaft vorzugehen. Durch den Einsatz professioneller Spione zur Unterwanderung der Arbeiterbewegung im Staat hoffen die Kapitalisten an der Basis der Gewerkschaftszwietracht zu sehen. So einer hervorragenden Initiative kann man nur Beifall klatschen, hätte unsere alte Regierung auf jeden Fall gesagt. Oder sie müssen aufhören, die organisatorischen Freiheiten zu überziehen. Da sind wir gemeint zu der Oberschicht, was soll's? Da haben wir auch überall Süddeutsche. Also Österreicher quasi. Das Gebiet ist da schon voll mit Österreichern. Schon mehrheitlich österreichisch. Ebenfalls. Nicht schlecht. Na gut. So, ich glaube, das ist das absolut letzte Jahr, das gerade beginnt. Und ich denke, so, Bayern ist jetzt auch wieder in unserer Sphäre. Sehr gut. Griechenland. Und ich denke, da schaut mal, diese ganzen grünen Flecken bedeuten, dass das wirklich österreichisches Kernland ist. Das ist so wie das Niederösterreich oder so irgendwie. Schaut, ganz Oman ist schon Kernland von Österreich. Ist das schön? Wie ist denn das mit dem Krieg zwischen Skandinavien und Deutschland? Eigentlich will ich das gar nicht, dass Skandinavien Deutschland in die Sphäre aufnimmt. Naja, kann man jetzt auch nichts machen. Krieg führe ich jetzt sicher auch keinen mehr mit Deutschland.
Wow, die Skandinavier sind ziemlich brutalo-mäßig gewachsen in den letzten Jahrzehnten. Ja, da dürften sie verlieren. Das wäre eh nicht so schlecht. Der Krieg kann ruhig noch ein bisschen dauern. Das schwächt beide. Und so ein zu starkes Skandinavien ist eh auch nicht gut. Lang lebe Österreich-Ungarn bei Doha. Wo immer das sein mag. Badens Meinung. Baden muss ich wieder machen. Ah, Rumänien hätte ich auch anfangen können. So. Beeinflussen. Das wäre klug gewesen von Anfang an. Hätte Russland nicht so stark jetzt schon den Vorsprung, wenn ich gleich angefangen hätte. Rebellen in drei Provinzen, echt jetzt? Das ist irgendwie lächerlich. Fühlt euch nicht schlecht dabei, so eine Rebellion zu starten? Ich meine ja nur. Und mit unseren Eisenbahnen, die wir haben, sind wir auch um einiges besser dort. So, und wir können den großen afrikanischen Grabenbruch zu einem Bundesstaat machen. Jetzt haben wir fast keine Kolonien mehr. Nicht schlecht. Mit 237.000 Leuten ist das noch einmal so klein. Äquateur. Wie schaut das da aus? 0,6, 0,6, 0,45 haben wir in der Zwischenzeit. Und wir können noch den 10-Stunden-Tag einführen. Sehr gut. Das macht die Leute wieder etwas glücklicher. Und gleichzeitig. Hey, ein Konflikt in Wilkopolsk. Na schauen. Wer ist noch dabei? England und Frankreich. Ich bin eigentlich dafür, dass Polen gegründet wird. Was sagt Großbritannien? Die sind auf russischer Seite und Frankreich auch. Puh. Gegen Großbritannien, Frankreich und Russland Krieg zu führen? Naja gut, das bringt eigentlich eh nichts mehr. Weil den Krieg führen wir jetzt eh nicht mehr. Das Spiel ist ja gleich aus. Dauert das über ein Jahr, bis der Krieg vorbei ist. Die unterstützen die Italiener und aus. Wie schon gesagt, den Krieg führen wir eh nicht mehr. Und mit etwas Glück ist dieses entschiedene Vorgehen. Ja, ich habe es befürchtet. Ist dieses entschiedene Vorgehen so gut, dass der
echt zusagt, das zu machen. Italien hat auf jeden Fall den Vorteil, sie haben mich auf ihrer Seite. Skandinavien jetzt den Krieg schnell gewonnen hätte, mit Betonung auf gewonnen hätte, was sie offensichtlich nicht tun, weil sie schon wieder irgendwie zu doof sind, den Krieg zu gewinnen, so wie die letzten paar Male, wo sie auch im Vorteil waren zuerst und nachher trotzdem noch verloren haben, die Schwammerln, gibt es ja wohl nicht. Sind echt Schwammerln. Die Skandinavier hätten dann wahrscheinlich eher auf unserer Seite eingegriffen in den Konflikt. Das hätte dann im Endeffekt dazu geführt, wahrscheinlich, dass er eher zu unseren Gunsten ausgegangen wäre. Aber wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass wir überhaupt noch den Anfang des Kriegs sehen werden hier. Ja, das war abzusehen, dass sie auf die Seite gehen. Ich hoffe, Italien chickt nicht out. Das wäre der dritte Weltkrieg, der da gerade entsteht. Das ist ziemlich passend, weil wir haben jetzt 1936 und wir sind quasi da, wo dann der Zweite Weltkrieg begonnen hat, real. Bangasso, ebenfalls österreichisch. Ihr wisst schon, ihr könnt jetzt mich um Hilfe bitten, Skandinavier, in dem Konflikt hier. Ich würde euch auch helfen. Ganz unverbindlich. Ich mag einfach die Deutschen zu wenig. Ich finde es ja sowieso absurd, dass die Deutschen schon wieder so viele Truppen haben. Ich meine, wie kommen die da drauf? Wie kommen die auf die 78.000 hier? Okay, das sind Leute, die mobilisiert wurden, aber dennoch finde ich es irritierend. Mist, ich war nicht aufmerksam genug. Jetzt habe ich mir Bayern zurückgeholt und verliere es auch gleich wieder. Aber ich glaube, ich krieg's noch rechtzeitig. Oh. 55 Tage, das heißt, wir werden den dritten Weltkrieg noch sehen, bevor das Spiel zu Ende geht. Das heißt, wir sollten unsere Truppen besser ausstatten. Oh, die sind die super ausgestattet. Wir werden einmal die Stollen ein bisschen hochsetzen. Das muss diesen Krieg dann auch wirklich leisten können.
Ich überlege gerade, ich glaube, ich werde jetzt einen Schluss machen und das nächste Mal werden wir noch einen Teil von diesem Krieg sehen, bevor das Spiel dann zu Ende ist. Für heute wünsche ich euch alles Gute, schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir einen Megakrieg gegen Großbritannien, Frankreich und Russland führen müssen. Bis dann. Tschüssi.